Salam alaikum YouTube, heute wieder mal auf dem besten Format auf YouTube, reagieren wir auf das beste Format auf YouTube, Find the Pro, den Fußballer, ich habe richtig Bock drauf, ich sehe eine super Jury, wir gehen da direkt rein. Nein, für mich ist nein. Ja, also dann wir sind nein. Auf Demokratie, Bruder, wir sind in Deutschland. Der einzige Deutsche, der hier sitzt, bin ich gefühlt. Ey, ich habe deutsche Pass, Bruder, warte, ich zeig dir. Ja, Gänsehaut, der spielt für die deutsche Nationalmannschaft, aber eine Fußballer mit am Start und natürlich auch eine Weltklasse-Jury. Heute Fußballexpertise durch und durch, habe ich immer wieder in den Kommentaren gelesen. Euch ist die Fußballexpertise extrem wichtig und das haben wir heute auf jeden Fall hinbekommen. Deshalb kommen wir direkt zur Juryvorstellung. Mein Name ist Dia, Fußball-Content-Creator und neben mir geht's spannend weiter. Ich bin Dennis Undaf, Spieler vom VfB Stuttgart und freue mich hier zum ersten Mal dabei zu sein. Zum ersten Mal? Ihr lügt, er lügt! Nein. Zum ersten Mal? Achso, ich dachte... Ja, ganz gut. Mein Name ist Joscha Wagnumann, Spieler beim VfB Stuttgart. Bruder, was eine geile Jury, Walla, Respekt, Digga. Moritz Leitner, Ex-Fußballprofi, unter anderem in Deutschland, England und auch in Italien. Deutschland, England, Italien, guck mal, ich mache mich immer schlau, ne? International. Ich war richtig unterwegs, ne? Ja. Lazio Rom, habe ich gesehen. Richtig. BVB. Auch. Norwich City. Stuttgart auch. Stuttgart, warte. Okay, krass. Merkt euch eine Sache, merkt euch das bitte, aber... Merkt euch einfach, dass ich darauf nochmal zurückkommen werde. Nicht heute, irgendwann werde ich genau auf dieses Gespräch nochmal zurückkommen, Leute. Merkt euch einfach. Merkt euch einfach Codewort Rom. Codewort Rom, okay? Ihr denkt zwar jetzt, was labert Matt für eine Scheiße, aber es wird irgendwann Sinn haben. Chillt einfach. Ich krieg alle Vereine hin. Das glaube ich nicht. Warte, was war da noch dabei? Augsburg? War Augsburg dabei? Augsburg war dabei. Wo bin ich groß geworden? Weiß ich nicht. 60. Okay, jetzt habe ich alle Vereine durch. Also Joscha, wo hast du überall gespielt? VfB? Hamburg SV, Junge. Stimmt, du kommst von Hamburg. Sonst nur Hamburg. Hamburger, ne? Hey, Wagnumann war doch bei mir, ne? Wo ich Hamburg Trainer war. Da hatten wir doch auch Wagnumann, oder? Jungs, wo ich Hamburg Trainer gemacht habe, da hat doch Wagnumann bei uns gespielt, oder nicht? Ja, yeah, jetzt erinnere ich mich, Digga. Keine Agenda. Wo warst du auch? Wo war ich? Ich war überall. Aber nicht im Profifeld. Profi war ich jetzt nur Belgien und England. Jetzt habe ich das Gerücht gelesen, nächstes Jahr nach Saudi-Arabien. Nein. Okay. Ich will was im Fußball erreichen, Bruder. Genug Scheiße gelabert, kommen wir direkt zur Spielervorstellung. Hi, my name is Uroš Branković. I'm 20 years old. I'm playing attacking midfielder, left wing at FC Mačva Šabac from Serbia. Okay, das kommt. Das ist richtig realistisch, Digga. Walla, das ist richtig realistisch gerade. Wie alt ist er? Mein Name ist Lerom Berisha, ich bin 21 Jahre alt, spiele bei der Eintracht in der U21 und bin Stürmer. Lerom Berisha? Stürmer. Ich bin Devran, 18 Jahre alt und spiele in der U19 von HSV als linker Außenverteidiger. Mein Name ist Mikael Aslan, ich bin 22 Jahre alt, spiele auf der Außenposition im offensiven Bereich, rechts oder links und spiele aktuell beim SV Sandhausen. Okay, diesmal haben wir wirklich gute Vereine, Bruder. Mein Name ist Sanga Aziz, I'm 20 years old and I'm playing for the second team of Olympique Lyon. Bruder, ihr habt uns Boah, hier können wir glaube in dieser Folge wird, glaube ich, mit Lügen herausfinden, wird schwer, Digga. Ich bin Flavio Santoro, 21. Ja, mach Abo-Modus, Sicherheitsmodus. 20 Jahre alt, spiele als Zehner, Stürmer oder Flügel, also im offensiven Bereich und in der zweiten italienischen Liga OS Catanzaro. Ich bin Luka Vukosavljević, ich bin 21 Jahre alt, spiele in der Innenverteidigung bei FK Partizan Belgrad in Serbien. Bruder, was sind das für Vereine, Digga? Viele ausländische Vereine, erster optischer Eindruck. Dennis. Ich sag entweder das ist Berisha, meiner Meinung nach vom ersten Eindruck, oder Dings da, Santoro. Oh, Bruder, ich kann dir ehrlich, vom ersten Eindruck weiß ich jetzt gar nicht, ne? Der allererste in Serbien, der hat mir irgendwie habe ich da ein warmes Gefühl, aber sonst keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall mein erster Eindruck.
sehen sehr, sehr gut aus. Joscha, was würdest du sagen? Mir gefallen die O-Beine. Das reicht mir. Santoro. Der Italiener. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob er wirklich in Italien ist. Die haben trainingsfrei oder was? Kommt aus Italien hierher. Aber boah, der hat extreme O-Beine. Ja, das gefällt mir. Joscha, was würdest du sagen, dein Call? Mein erster Eindruck wäre eher in der Mitte. Berisha? Bleron. Genau. Ich würde sagen, bei mir würde ich sagen, Flavio wäre zu einfach, weißt du? Er ist so der gemalte Fußballer. So, das könnte ich mir auch schon fast zu einfach vorstellen. Zweite italienische Liga. Vielleicht ist es so gut, dass es dann zu einfach wäre. Ich bin gespannt. Hier hinten rechts. Sandhausen. Sandhausen, auch interessant. Und auch der erste, Brankovic, gefällt mir. Serbische zweite Liga. Ja. Warum nicht? Wobei die Serben sind so einfach viel. So ein Markovic, weißt du? In der Türkei haben wir sehr viele von diesen Vistja, Edin Vistja und so. Robuster, oder? Aber wir müssen gucken, wie die spielen, Bruder. Ach so. Ja, kann auch sein, dass ein kleiner Terrier ist. Ja, lass uns das mal angucken, weil gleich sehen wir viel, viel mehr. Erste Challenge, machen wir auf jeden Fall direkt mal die Five-Shot-Challenge, die am Tag. Meisten... Okay, Brankovic, kennst du Alte da. Brankovic, dann. Oh, ja. Hat der Torwart so geschnitten? Ja. Und der hat fast sein Gesicht gekommen. Den wollte er ins Gesicht kriegen. Ich sag dir ehrlich, 1 gegen 1 Situation gegen ein kleines Tor ist schwer, ne? Deswegen, wer jetzt hier performt, Digga. Was macht der Keeper für. Boah, hey. Gut so. Das war ein richtiges Tänzchen von beiden. Spricht der Deutsch? Das ist Torwart? Ich weiß nicht. Aquaman. Boah, Bruder, schön. Guten Recht, ne? War gut, ja. War schön. Für mich ist er schon mal weiter. Das letzte Mal, wo wir hier in der Halle waren, weißt du noch. Schwacher Fuß. Die Legende, ne? Ja, muss nicht so gut sein. Abdul. Unsere Legende. Two-Touch. Zu viel Stress. Okay, danke schön. Bleron, jetzt gerne. Bleron Berisha. Ja, sorry, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Gut. Seine Schuhe sind fatal. Ich habe gehört, kein Profifußballer spielt mit diese Stollenschuhe, diese Halbstollenschuhe. Er ist 1 gegen 1. Deswegen wäre für mich Bleron eigentlich raus. Also nicht, also so vom rein optischen her nur. Ich frage mich auch, warum der eine Hose mit Nummer 1 anhat. Das wollte ich nachher fragen, aber. Was denn? Die Hose mit Nummer 1. Ach so, Torwart. Das ist aber. Nee. Für Stürmer? Ah, Jungs. Auch die Haltung. Ob das jetzt ein schwacher Fuß ist oder nicht. Für Stürmer? Guck mal, wie er schießt. So schieße ich, Bruder. Er geht mit seinem Körper so nach hinten, Bruder. Das bin ich einfach. Ich bin ein Bastard, wenn er Profi ist, Digga. Ich sag euch, ich sag dir das. Jason, Momoa. Du kannst ein bisschen härter werfen, aber so halb hoch. Ja. Oder Bleron, Shishie Kuetevlo. Egal, haben wir gut, dann haben wir schon mal einen ausgefiltert, ist gut. Sieht auch nicht glücklich aus. Okay, gerne Devran, starten. Hamburg, Devran. Er ist 1 gegen 1. Auch wieder diese Noppenschuhe oder sind das Hallenschuhe? Ach Bruder, also nur vom Dings her, ne? Wie gesagt, weil ich hatte das in einer Folge, glaube ich, da hat mir ein Profi gesagt, kein Profi spielt mit diesen Schuhen. Auf Kunstrasen gehen die immer mit Stollenschuhe. Und der hat nicht mal Noppen, der hat komplette Hallenschuhe, Bruder. Niemals macht er das. Torwart willst du noch verpflichten, ne? Da ist auch raus. Der Torwart super. Für Werner, für die Baller. Gut. Ja, war aber geil, der Schuss. Der Torwart macht einen Fehler. Aber der ist U19, sagt er, ne? U19. Ja. Torwart, einfach ein bisschen, Digga. Aber stark, Torwart, einfach nicht bewegt, gar nichts. Ja. Egal, haben wir schon mal zwei Kandidaten, die raus sind, ist gut. Hier, das war mein Call. Michael, ne? Was gefällt dir? Sandhausen. Weiße Unterziehose, du hast noch Socken drüber. Der hat auch Hallenschuhe, ne? Noppenschuhe? Mich schnell nicht geworden. Ja, war gut, aber. Schnelle Beine hat er.
No-Look war das, ne? Pruitt No-Look. Die Tore sind halt klein, ne? Aber trotzdem. Restaurant essen ist, ne? Schwer, Bruder, weil sie bei diesen Toren ein Tor zu machen gegen diesen guten Torwart. Ja, stark. Er ist weiter. Stark, Alter. Er braucht gar nicht weitermachen. Stark, stark. Ganz gut, ne? Mhm. Olympique Lyon, Sanga. Die haben ja alle keine stollen Schuhe außer gespannt. Der Torwart. Er spricht nur Englisch. Spricht nur Englisch. Und Französisch kann er. Warum redest du dann Deutsch? Knallt er den ordentlich rein. Ja, der Torwart hat stollen Schuhe, ne? Okay. Schön. Gänsehaut. Oder Keeper macht keine Faxen. Halt einfach zu jetzt. Ja, aber wir dürfen jetzt auch nicht drauf achten, ob die Leute Tore machen, ne? Das ist ein kleines Tor, der Torwart hat auch richtig Bock, Digga. Aber er ist gut, ich weiß, guck mal, wie der da steht. Er hat auch gute Statur, ne? Ja, schöner Schuss. Das kurze Eck. Also für die Halle ist der Tor nicht schlecht. Ist alles so gut. Ja. Hat er extra gemacht. Jetzt musst du den Ball ins Gesicht werfen. Ja. Aber hier habe ich richtig Fragezeichen. Der Torwart ist, ne? Kann sein, dass der Torwart der Profi ist, Digga. Die anderen beiden waren zu schlecht. Berisha und Devra. Flavio, wenn du ready bist, ich bin gespannt. Alter, mein Bruder, boah, guck mal diese Beine an. So, der hat Stollenschuhe jetzt, ne? Wenn du ready bist, ich bin gespannt. Zweite Italiener. Ja, guck, der hat jetzt Stollenschuhe, Bruder. Das, Digga. Italienische Liga. Wenn das jetzt wirklich der Profi ist, ne? Dann werde ich nur noch auf Schuhe achten, Digga. Machst du aber gut. Auch gut. Schnörkelus. Stark, Alter. Ja, egal. Die Schusstechnik gefällt mir trotzdem. Legt er sich den Ball nicht nochmal zurecht, so, weißt du? Das gefällt mir trotzdem seine Schusstechnik. Das triggert mich, wenn die einfach so direkt schießen, so, weißt du? Legt. Vor allem, das sieht so scheiß aus. Ja. Die sind so nah an der Bande. Gibt dir mehr Platz? Oh, mach das stark, Alter. Das macht er direkt. Ihm ist egal, ob er trifft oder nicht. Er macht trotzdem. Los. Aber ich würde den auch so nehmen. Ich würde den immer in der Luft. Ja, aber wie es gemacht fand, ist er trotzdem hektisch aus. Na, trotzdem stark, Bruder. Bisschen schon. Nicht so geschmeidig, wie du es erwartest. Ja, Luca. Aha. Ja. Ja, ich weiß nicht, was er geschafft hat durch die Beine. Richtig ruhig hat er mit mir so gemacht. Ein richtiger Torwart hätte ihn erstmal poliert. Den Ball in sein Gesicht geschossen. Nein, der ist für mich weiter. Der ist für mich weiter. Ja. Nein, der ist für mich weiter. Der ist für mich weiter. Ja, weil er IV ist, ne? Du erwartest nicht. Ja, stimmt, ne? Stimmt, das ist Innenverteidiger, Digga. Für mich, Berisha war zu schlecht. Und ich weiß nicht, bei Hamburg. Berisha und Hamburg, Devran. Verteidiger. Der ist selber diese Scheiße. Ja. War scheiß Annahme. Ui. Ja, stark. Boah, so sehr schön. Also, erste Runde ist durch. Ja, ich glaube, scheiß mal jetzt auf die Schuhe, ne? Ich achte jetzt nicht nur auf Schuhe, aber von der Leistung her war Devran und hier Blerim direkt raus. Ich, wer will anfangen? Freiwillig? Hamburg Freiwillige hier. Vor? Ich nicht. Dann fange ich gerne an. Waren einige Durchgänge dabei, die mir nicht so gefallen haben, die ich bei den vergangenen Folgen, viele Jungs, die besser waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber einer, der mir gut gefallen hat, den will ich auch hervorheben, ist gleich der erste gewesen, Brankovic. Ja, fand ich von allen am stärksten, muss ich sagen. Fand ich den besten. Und dann einen zweiten, der mir gut gefallen hat, zu nehmen, fällt mir schon schwer. So muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand dann Olympique Lyon noch vielleicht noch... Bruder, ich sag dir ehrlich, diesen Italiener fand ich besser als Lyon. Auch mit einer der wenigen, der noch... Ja, der noch in Ordnung war. Und Michael, wo ich sage, ist in Ordnung. Da warte ich aber auch krass, Digga. Viel mehr, was gleich noch kommt. Ne? Also das sind so die drei, die ich sagen würde, die waren in Ordnung. Wer mich dann so ein bisschen enttäuscht hat, wo es nicht für mich nicht reicht, ist einmal der Bleron. Ja, safe. Hätte ich viel mehr erwartet. So bei der Statue, Stürmer, da habe ich ein Feuerwerk erwartet. War echt leider enttäuschend, weil du eigentlich mein Top-Favorit warst. Und auch Devran war für mich dann einfach zu wenig, muss ich sagen. Also es war... Bisschen sehr aufgeregt, verstehe ich auch, bis der Jungs. Ich habe einen HSV U16-Spieler gesehen und der hat es unaufgeregter besser gemacht. Und ich glaube, da sehe ich so... Die besten waren Brankovic und Aslan. Der Rest, da bin ich schon... Boah, da war kein guter dabei. Bei Luca sage ich noch, er ist Innenverteidiger. Ich habe zwei Streichkandidaten, das ist leider Berisha und Devra. Ja. Dass das nicht so, dir nicht so gefallen hat. Sein hätte nicht gefallen. Ja, er war besser, aber er war vom Style. Ich muss ein bisschen skippen, Freunde, sorry. Das sieht jetzt aus wie...
Michael. Ich kann mich nur anschließen. Brankovic, Michael und Sana, ja, würde ich jetzt, oder fand ich am besten. Von den, die beiden, die ich nicht weiter wählen würde, wäre auch Bleron und Devran. Ja, Bleron. Ja. Hat mir gefallen. Dann, also nein, bei mir ganz klar, mein Freund aus Serbien hat mir gefallen. Dann, mein Freund aus der dritten Liga, aus Sandhausen. Muss ich noch schauen, ob das stimmt mit Sandhausen, aber er schmunzelt schon ein bisschen. Da war auch noch was dahinter. Wo ich meine Fragezeichen auf jeden Fall habe, ist bei Birol U21 bei der Birol Eintracht. Einfach. Also ich kenne normalerweise U21-Spieler. Habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, mehr erhofft. Mein Freund aus Belgrad, Innenverteidiger, Luke, hätte ich mir auch mehr vorgestellt. Er ist erste Mannschaft Partizan Belgrad, ne? Das ist schon... Erste Mannschaft. Ich habe gesagt, es geht darum, wer den Profivertrag hat. Ich habe den Vertrag mit Partizan Belgrad. Aber in der zweiten Mannschaft, Teleoptik, ist die dritte Liga und spielst du dort die Vorbereitungsphase auch mit der ersten Mannschaft und alles. Es geht ja darum, wer der Profi ist und nicht, ob ich jetzt in der ersten Mannschaft spiele. Ah, Bruder, ich find's komisch, dass ein Profi versucht, sich rechtzufertigen. Am meisten sind immer die Profi, die juckt es gar nicht, wenn sie raus sind. Oder in der zweiten. Nee, 100%. Du hast den Vertrag ja mit der Mannschaft und nicht mit der zweiten. Den würde ich aber trotzdem auch nochmal weitersehen wollen. Deswegen, ich habe ihn als Innenverteidiger weitergelassen. Ja. Moritz, seine Entscheidung. Moritz, deine zwei finalen zwei Streichkandidaten? Ja, ich bin auf jeden Fall mit meinem... Also ich will mich kurz nochmal zu meiner Leistung äußern. Das war nicht mein Bezirksliga-Niveau. Ich war schlecht, ich sehe es ein. Ich weiß nicht. Also ich bin nicht so oft in der Soccerhalle, eher draußen. Ich habe jetzt hier auch irgendwelche Schuhe angezogen. Aber das soll keine Ausrede sein, ich hätte besser performen müssen. Peinlich war es trotzdem. Also ja, okay. Eigentlich läuft es besser, aber... Ja, alles gut, Bruder. Also ich würde mich freuen, wenn ich euch in anderen Spielszenen meine Stärken zeigen kann. Also ich bin eher so der Boxspieler. Ball festmachen, aufdrehen, schießen. Geht leider aber, nicht, tut mir leid. Der ist für mich U19 aus Hamburg, vor allem HSV, die Jugendarbeit. Sollte eigentlich... Wer hätte ich noch? Wie heißt dein Trainer, Devne? Mr. Joe. Thomas Jordan. Mr. Joe sagt er. Jordan. Nein, Jordan. Thomas Jordan, was ist das für ein Name, Bruder? Ist von mir. Doch, Bruder. Ja, Jordan hatte ich auch. Echt? Ja. Aber ein Thomas für Name? Thomas und dann Jordan? Jordan. Ja, Jordan. Thomas Jordan? Wir haben ihn damals. Keiner Name. Ja, ich will jetzt nicht wegen dieser einen meiner Entscheidung. Ich wollte oder jemand. Wegen deiner Entscheidung, Bruder. Ich hab voll Déjà-vu gerade. Bleibst du bei deiner Entscheidung? Moritz, finale Entscheidung? Ja, ich hab meine Sachen. Also, du bist fertig? Ich hab voll Déjà-vu gerade. Haben wir das schon mal gesehen, Chat? Ja. Okay, dann tut's mir leid. Nicht wegen Mr. Joe jetzt, sondern allgemein, dass die auch so lange diskutieren für eine Sache, die 100% klar ist. Halt, ja. Ja, eigentlich ist besser, aber. Ja. Alles gut, Bruder. Zwei Chancen. Geht alles schnell. Gut, Bruder. Lang stehen bleiben, aber es soll kein Problem. Ausrede sein. Alle haben die gleichen Chancen. Deswegen. Du hast recht. Alles gut. Jetzt kommt wieder eine traurige Geschichte, Digga. Ich habe nicht das abrufen können, was ich eigentlich drauf habe. Aber ich kann auf jeden Fall die Jury verstehen für die Entscheidung. War nicht mein bester Tag, soll man machen. Ich wollte mich auf jeden Fall trotzdem bei meinem Bruder und meinen Kollegen bedanken, dafür, dass sie mich aus Kiel hierher gefahren haben. 8 Stunden lang. Und ja. Ich verstehe jetzt diese traurige Melodie nicht, Digga. Wallah. Freundin. Ich bin ein Bastard, wenn ich damals gut wenn ich gut wäre in Fußball, wenn ich nicht sogar in ein anderes Land geflogen wäre für sowas. Bitte, er macht diese Dings traurige Melodie rein. Sanky ist so Dings, darum okay, er ist doch 8 Stunden gefahren. Wallah, Billa, 8 Stunden ist nix, Digga. Nächste Challenge, es geht in die Duelle. Ein Spieler spielt den Ball rein und dann spielen sie 1 gegen 1. Da haben wir direkt Action und Offensive gegen Defensive. Kämpfe um den Ball. Also viel Spaß. Wallah, man denkt, Dings, einer ist gestorben, Bruder, mit dieser Musik. Eben. Mit der nächsten Challenge. Heide, Bratte. Wie? Machen die Sticks? Oh, schöner. Boah, gut, so hast du. Ja, aber noch das. Ja. Hi. Das macht er ganz locker. Santoro sehr wild. Bruder, der Italiener ist stark. Aber ich weiß, was sie meinen. Der hat so ein bisschen Amateur-Movement, Digga. Sieht nicht so professionell aus, was er macht, aber er macht es eigentlich gut. Das war echt ein heißes Duell bei den beiden. Ja,
Der Italiener, weiß ich doch nicht, ob das ganz koscher ist, Digga, sag ich dir ehrlich. Tor ist stark. Tor ist richtig gut. Okay. Sanga Michael. Lyon gegen Sandhausen. Da kommt er. Sehr schön. Ja, das ist mal interessant, wie die Körper. Oh, gut! Oh, Digga! Ich kann kein Sandhausen spielen. Warum meinst du das? Zu gut. Sowas machen die gut. Nicht. Zu gut, sagt er. Ja, war ein bisschen Vorteil für Sandhausen gerade, der Ball. Das Auge dafür habe ich schon. Ja, ne? Sag ich auch. Boah, super Beine, Michael. So, jetzt ist der Dritte auf. Bruder! Boah! Stark. Er ist richtig. Digga, das gefällt mir unnormal an, Michael. Gut, ne? Das ist auch ein geiles Duell. Aha, jetzt, mein Bruder, Edin Visca. Er ist zum Abschluss gekommen, ne? Dieser Franzose macht's gut, dass er immer mit seinen Armen arbeitet, dass er vor den Körper kommt. So ist keiner ganz gut. Was warst du schon? Oh, übelstes Mismatch, ne? Laufduell. Luca macht das gut mit seinem Körper die ganze Zeit. Stark. Ich sehe auch, und weißt du, was ich glaube? Diese Story kannst du nicht erfinden, Alter. Mach weiter. Ja, Liga und so Profivertrag. Es geht nur um den Profi. Ja. Das ist nicht so gut. Okay. Ja. Und defensiv ist auch nicht so schlecht. Sonst hätte er gesagt, ich spiele erste Mannschaft. Ja, okay, gib ihm den Affen. Er sagt ja nicht, wenn ich spiele erste Mannschaft. Mit Profivertrag. Okay, einmal noch letzter Branko gegen Flavio. okay. Sehr gut gemacht. Ich finde den richtig geil, ne, den kleinen. Aber ich glaube, der Italiener ist raus, Leute. Genau so hätte ich auch gemacht. Ach, ja, gut. Genau so. Ja. Der Italiener oder Olympique Lyon raus. Ich dann durch die Beine. So, Freunde, jetzt müssen wir wieder die nächste Entscheidung treffen. Jetzt hat rein vom Defensivverhalten und so, ne, mein oder unser Innenverteidiger. Mit boah, schade, ja, der Italiener, ich fand den sympathisch, Bruder. Ich baue immer so Sympathie auf irgendwelche Spieler und wenn sie dann nicht performen, habe ich immer irgendwie schlechtes Gewissen oder bin ich dann traurig, dass sie einfach zu schlecht sind. Eine Story von zweiten Mannschaft und nur Profivertrag. Oder besser gesagt, nicht zu schlecht sind, sondern schlechter als die Konkurrenz. Hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Bei unserem Freund aus der Serie B bin ich nicht so überzeugt. Also das wäre jetzt auf jeden Fall ein Streichkandidat von mir. Bei unserem Franzosen bin ich auch noch nicht so wirklich, dass ich sage, das ist die Story, die ich ihm abkaufe und was ich gesehen habe. Aber wenn du jetzt rauswählen würdest, wäre Flavio? Also ich würde mich entscheiden zwischen einem von den beiden. Italien oder Frankreich. Ja. Und der hat dir am besten gefallen? Bruder, Italien oder Frankreich, ich sag dir ehrlich, da lasse einfach Sympathie gelten und beide waren jetzt nicht so stark, deshalb ist eigentlich egal, ich würde Italien weiterlassen. Also ich sag, mir hat das Defensivverhalten von Mr. Belgrad Lupe sehr gut gefallen. Er will sehr viel reden. You did good, ey, du hast es gut gemacht. Du brauchst nicht reden, ne? Du hast es gut gemacht. Na ja, das passt okay. Schon. Ich würde nur dazu sagen, dass ich und der Urosch 15 Stunden mit dem Auto gefahren sind. Oder? Also zuerst 10 Stunden, 2 Stunden geschlafen. Besser hätte er gar nicht geredet, Digga. Besser hätte er einfach gar nicht geredet. Du bist doch weiter, Bruder. Warum redest du? Wir hören doch nur, dass du aus der Puste bist, Digga. Mir daheim und... Und du willst zu sehr überzeugen mit Reden, Bruder. Bitte, warum redest du denn? Du hast es doch gar nicht nötig. Das macht dich nur sass, Digga. Da nur 4 Stunden hergefahren. Aber was für ein Landsmann bist du? Bitte? Was für ein Landsmann bist du? Serbe. Serbe? Der hört sich so österreichisch an. Ja. Aber geboren in Österreich. Ja. Du bist geboren in Österreich. Wo? In Wels. Ich würde Serie B wahrscheinlich rausnehmen. Mein Mann war Mikkel, oder wie heißt er? Mikkel. Safe. Ja, also Mikkel, safe. Der Beste. Offensiv, ja. Ja. Fand ich. Ja, wer jetzt nicht so, wer mich nicht so überzeugt hat, war ja, tatsächlich Flavio. Ja. Fand ich ein bisschen wild, ein bisschen zu unkontrolliert, ja. Was ich gesehen habe. Wie bitte? Das Ding ist halt, ich bin halt komplett der andere Spielertyp. Wir haben hier 3 vor mir oder einen neben mir, die sind alle halt technisch begabt, Skiller. Und sowas hatte ich noch nie drauf, dafür war ich auch nie bekannt. Ich bin ein Spieler, der einfach seine Chance vorne vor dem Tor macht und deswegen habe ich meinen Weg so durchgezogen. Ja, deswegen bewerte ich ja nur das, was ihr jetzt gerade seht. Alles gut. Ist ja nicht böse gemeint oder so. Du bist Offensivspieler, oder? Wie bitte? Bist du Offensivspieler? Ja, mehr so hängende Spitze immer gespielt, kann aber auch über Flügel gehen. Bist du der Technikspieler, Fußballer? Oder nee, ich bin mehr der Kreative, beziehungsweise der, was, wenn er über die Flügel kommt, nur mit Tempo vorbeigeht. Diese Skills konnte ich noch nie. Habe ich auch nie gelernt. Ich bin einfach der, was mit Tempo vorbeigeht und im 16er seine Tore macht.
Ah, weiß ich nicht. Wie schnell bist du auf 50 Meter? Boah, wir haben nur einen Test gemacht. Das war damals, ich weiß nicht, ob Dennis noch mich kennt, sondern auf Groß Asbach einmal gemacht. 10, 15, 30 Meter. Auf den 10 und 15 war ich der Schnellste, auf den 30 wurde ich dann Drittschnellste. Was heißt schnellste Zeit? Ich war jetzt vor 5 Jahren, kann ich mich nicht mehr erinnern. Hast du in Groß Asbach gespielt? Mit Meppen. Da war ich verletzt, kam ich rein, die haben 1-0 geführt, die haben 2-1 gewonnen. Ich saß auf der Bank, ich habe nur zugeschaut. Ich war auch auf Bank. Nee, du hast gespielt, 3 Vorlagen gegen uns gemacht. Gegen euch? 3 Vorlagen gemacht? Und du hast mir kein Trikot gegeben, ich habe sogar nach Trikot gefragt. So gut, geile Zeit, ja. Aber verständlich, wenn ein 70-Jähriger zu dir kommt, will ich auch nicht geben. Wie alt bist du jetzt noch? Nein, nicht deswegen. Im Mappen konnten wir keine Trikots geben. Das war das Problem. Kein Budget, das ist das Ding gewesen. Der hat auch bei Groß Asbach 3. Liga 100% auch gespielt. Ich kann die ganze Aufstellung sagen. Vlachodimos war da, Kai Brünkom, Hatze Morris. Ja, die waren nicht da. Und jetzt sag deine jetzigen Mannschaft. Perunek. Ja, ja, jetzt deine Kollegen, wie heißen die? Von Italien? Ja, ja. Ja, ich kann Namen nennen, aber ich glaube, ihr kennt die nicht. Biaschi, Jemello, Venduto. Von wo ist dieser... Geil. Von wo? Ja, diese Diskussion gefällt mir. Normalerweise bin ich nicht so der Fan von Diskussionen, aber heute ist nice. Also der ist ja von Asbach dann wohin gewechselt? Nach Dynamo jetzt. Der hat bei Groß Asbach gespielt. Der hat dann letztes Jahr kaum gespielt, weil er einen Kreuzbandriss hatte. Aber die Frage ist, ist er jetzt wirklich... Er hat nur die Gerichte gesagt. In Italien. Kann ja sein, Regionalliga ist ja kein Profi. Könnte regional. Ja, gut. Regionalliga noch schwer, aber könnte ja auch sein, dass er von der 3. Liga oder so, keine Ahnung, jetzt oder damals Drittliga-Erfahrung jetzt. Ja, nicht vergessen, ich war damals jung, ich war 17. Aber Bruder, er sagt ja nicht, dass er Regionalliga ist, er sagt ja, er ist italienische Mannschaft. Und ich glaube auch, er ist Italiener. Okay. Wie hast du, eigentlich kommt der Werdegang immer später, aber bei dir machen wir einen Ausgang. Bei mir, ich war noch nie in der LZ, noch nie. Ich kann euch meinen Werdegang sagen, aber wenn man den so hört, ist recht unglaubwürdig. Ich war in der U17, noch das erste Jahr U17 war ich noch Bezirksliga in FSV Waiblingen. Bin dann das zweite Jahr zu Asbach gegangen. Dadurch, dass ich in der U17 Bezirksliga... Die Scheiße, Bruder, guck mal, das Problem ist jetzt an dieser Sache, dass es mega unfair ist, Bruder. Weil er kann halt überzeugen mit seinem Reden, aber normalerweise ist der Sinn, dass jeder erstmal mit seinem Spielerischen überzeugen muss und danach überzeugen muss mit seiner Geschichte. Das Problem ist jetzt, dass er jetzt aufgrund seiner Geschichte safe weiterkommt, weil er sie so legit sich anhört, aber aufgrund seiner Leistung vielleicht raus wäre. Mir ist es jetzt in diesem Moment scheißegal als Zuschauer, weil für mich wäre entweder er oder Lyon raus. Ich finde beide schlechter als die Konkurrenz. Aber ihn finde ich halt von Anfang an sympathischer. Deswegen würde ich, wenn ich in der Jury jetzt sitzen würde, würde ich sowieso ihm mein Wort geben und ich würde Olympique Lyon raus. Aber normalerweise ist das übelster Vorteil, was der gerade bekommt, ne? Dass er sich beweisen darf mit Geschichte. Da Torschützenkönig geworden bin, haben die mich direkt genommen. U17 Verbandsliga Torschützenkönig, sind aufgestiegen in die Oberliga. Dann kam das erste Jahr als jüngerer Jahrgang U19 Verbandsliga Asbach, auch Torschützenkönig geworden. Und ab da ging es dann in die erste Mannschaft, in die 3. Liga. 3. Liga dann direkt? 2 Spiele gespielt und 4-mal auf der Bank. 1 gegen Meppen und 1-mal gegen Ingolstadt auf Bank. Schwer. Also ja. Ich bleib dabei. Du bleibst dabei, Joscha? Ich bleib auch dabei. Dennis? Sanga würde ich rausnehmen. Aslan war stark. Du hast meinen Kopf. Ehrlich, ich hatte genau den gleichen im Kopf. Stark. Wir sehen ein Stechen. Also Defender, you did really good, Luca. Also für mich war Mikael der Beste. Das war mein Call von Anfang an, Sandhausen 3. Liga. Aber ich hätte tatsächlich mich auch eher für Sanga entschieden, weil ich sage, Olympique Lyon 2. Liga, da hätte ich... Ich fand Luca jetzt im Vergleich, Lyon und Belgrad, wenn man ehrlich ist, ist Lyon der größere Verein. Als Belgrad, nichts gegen alle Belgrad-Fans da draußen. Es gibt eine riesige Fangemeinde, aber Olympique Lyon ist in Frankreich mit der größte Verein mit Paris und Marseille zusammen. Ist ja so. Und wenn ich das vergleiche, fand ich Luca besser. Also ich würde mit Sanga gehen. Stechen. Und würde Flavio noch eine Chance geben. Also 2-2. Stechen, ja, Sanga. Wenn ihr ready seid, könnt ihr gerne starten. Flugballannahme, alles abchecken. Ja, ja. Annahme fand ich nicht mal so gut. Okay, stark. Okay, Bruder, er will weiterkommen. Ja. Er sagt gerade seine Skills, er hat keine Mach Skills. Mach noch 2 Mal und jeder 2. Habe ich ja gerade auch gesagt, wie Moritz. Er sagt, er hat keine Skills, auf einmal macht er Übersteiger und so. Richtig clean. Jeder 2-2. Okay. Also verteidigt er aber auch nicht schlecht, die Aktion gerade. Bringt ihn aus. Gerne. Gerne. Beide, aua. Ich war Abler besser als die Diagonalbälle gespielt. Gut. Sag. Aus seinem anderen Wort.
Der Pass war scheiße vom Italiener. Gut, Bruder. Mach den. Was hast du für Pässe, Digga? Nein, nein. Ja, aber wen würdest du jetzt rauswählen? Eigentlich ist es egal, wen du rauswählst. Ja. Ich bin null schlauer geworden daraus. Ja, ich find's auch, ist egal, wer rausfliegt. Beide sind eh, beide sowieso. Aus der ganzen Geschichte, oder? Mir ist es egal, weil ich eh beide raus haben will. Ja. Wallah, das wäre sein Baba-Move, wenn die jetzt sagen, yalla, ihr beide seid raus. Müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Ich bin aus den Durchgängen nicht wirklich schlauer geworden, aber Dennis, hau mal raus. Boah, also ich bin auch nicht schlauer geworden. Flavio hat einen Durchgang gehabt, wo er gut vorbeigekommen ist, aber die Diagonalbälle waren Müll. Boah, schwer, ja. Ja, stark, ich bleib bei Sanga. Dafür hat er einmal das einmal durchgekommen. Also Sanga raus? Ja, für mich, ja. Ich bleib. Joscha? Okay, maybe everyone, one ball, again, the last time. You mean them as well or just him? No, me and him, again. Because one more time? Only or two times, again, one round, please, and then maybe we can see. Er will nochmal Diagonalbälle spielen. Du hast mir vor dem Dreh noch... Oder zu viel gebettelt, ja. Du hast gesagt, wenn die nochmal was machen wollen, was sagst du denen? Ich frag euch, meine Meinung... Nein, du hast vorher vor dem Dreh was gesagt. Ey, Dieter muss streng bleiben. Ja, ich sag nein, für mich ist nein. Ja, also dann, wir sind auf Demokratie, Bruder, wir sind in Deutschland. Der einzige Deutsche, der hier sitzt, bin ich gefühlt. Ich hab deutsche Pass, Bruder, warte, ich zeig dir. Zeig mal jetzt. Was hast du für eine Karte, die du im Pass hast? Ausweis, Bruder, guck. Vaterland. They don't want to do another one. They say it doesn't help them to make a decision. Ich hätte jetzt Flavio für mich gewonnen. Ja, nein, decision, decision. Nein, nein, Dennis habe ich. Und auf Ende. I don't make different decision. Nein, I'm in that game. Beide müssen nicht umgehauen haben. Also, sagen wir auch raus? Ja, genau. Jetzt machen wir es ganz einfach. Ich bleib bei meinem Italiener. Was sagst du? Du bleibst beim Italiener, dass er weiterkommen soll? Nicht vom Hocker gehauen gerade, so englische Welle fand ich, oder? Ja, Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben nur noch 16 Minuten, Digga. Mal gucken. War nicht gut, aber ich bin da rauswählen. Aber trotzdem danke fürs Mitmachen, ja? Okay, Lyon ist raus, stark. I haven't played so good, but I think another round against him, maybe it would make the decision clear. Yeah, yeah. Yes. No problem, my friend. Jamapel, bye bye. Ich freue mich drauf. Okay. Der Klassiker. Ja, Edin Wiestab. Boop. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir Edin Wiestab. Von Anfang an habe ich ihn gemacht. Du bist mein Kandidat von Anfang an. Edin Wiestab. Boop mit links nochmal. Eine gute Ballbehandlung. Stark. Der Dribbling, aber ja. Schuss. Starke Sause, mach eine Pause. Okay, Michael. Michael. Top-Favorit. Mika. Der hat die Hände immer so gespreizt. Die Handhaltung ist geil. Ja. Der ist Linksfuß oder Rechtsfuß? Linksfuß. Magst du? Ja. Der ist so putz. Ja. Aber da sehe ich ihn. Da finde ich den ersten, den kleinen Edin Wiescia am besten, sage ich dir ehrlich. So. Okay, Flavio. Hi, Dylan Italiano, Macaroni. Avanti, avanti. Du bist gleich raus, Junge, was ist das, Mann? Konzentrier dich mal an meiner Körner. Du bist sowieso schon im Fadenkreuz. Und du bist nur noch der Spezialist B. Nein, nein. Bruder, aber der andere war noch schlecht. Wie du sagst, beide sind raus. Wie fühlst du das, die schnellste Folge? Bruder, was ist das? Ja, was ist das für ein Dribbling, Junge? Die schnellste Folge, in der ich jemals war. Bruder, was ist das für eine. Stress. Next, please. Oh, ich fand ihn dabei. Sein Dribbling regt Todes auf. Nicht gut. Ah, tot. Aber davor auch nicht. Michael ist nicht gerade gut. Okay, Luca. Gerne. Luca auch sehr seriös. Ja, du hast Kimis kurz. Ja, genau. Du bist kurz falsch. Er ist kurz gestorben einfach. Oh, so, ne? Sensort. Geil, wer hätte nochmal falsch gemacht? Guck, wie vorsichtig. Tempo, das Ganze geht auf Tempo. Ja, ihr habt ihn gefickt, er ist Innenverteidiger, ja. Das ist Innenverteidiger, Mann. Ja, aber das ist mal die Ausrede, er ist Innenverteidiger. Ist nicht mal Torwart, ne? Oh, andere Seite wird problematisch jetzt. Ja, genau. Guck. Nein. Egal, Kopf hoch. Warte. Mach einfach, Modok, ja, mach einfach. Tschüss, der macht einfach, Bruder. Bruder. Der macht einen Moralschaden. Und Leute sagen, wenn ich sage, der ist schlecht oder der ist müllig. Aber er macht dich kaputt, du lachst dich einfach raus. Aber so wie Abdul, wo er sagt, potenzional. Ja, was Bruder, wie hast du gelacht, Bruder? Ja, Bruder, bei dieser, ich wäre auch. Ja, ich kann mich ja nicht lachen. Ich war so. Was? Aber. Eine auch schon? Ja. Sah bei dir ein bisschen
ja, wilder aus, sag ich mal. Bisschen mehr Hektik drin. Nicht so wie bei den anderen. Der Italiener, das Ding ist, der eine hat halt IV-Vorteil, ne, dass er Innenverteidiger ist. Sonst wäre er für mich raus, aber Bruder, er ist Innenverteidiger. Ansonsten würde ich sagen, der Italiener, jetzt langsam wird es Zeit, dass er auch rausgeht jetzt. Da war das Dribbling einigermaßen ganz gut. Deswegen würde ich jetzt rauswählen, Flavio. Also ich stehe immer noch zu meiner, ich glaube, die Story einfach nicht mit Serie B. Und, sorry für das Übung her, klar war unser Innenverteidiger nicht der Beste gerade, aber mei, der ist ja dafür da, um die Tore zu verteidigen, nicht um sie zu schießen oder jemanden auszudribbeln. Ich bleibe immer noch bei meinem Italiener. Freund ganz rechts. Und ich bin auch eurer Meinung. Meine Entscheidung nur noch stärker gemacht, dass ich dich rauswähle. Weil ich, du sagst, du bist Offensivspieler, schnörkellos. Habe ich nichts von gesehen. Ja. Und Lukas halt Innenverteidiger. Wenn ich ihn als Maßstab nehme, er ist halt Innenverteidiger, da kann man das noch so sagen, okay, der muss die Tore verhindern. Und du bist Offensivspieler. Ja, ja. Flavio für mich raus. Ja. Dass du dann zeigen willst, dass du wirklich noch eine Runde weitergehörst, war einfach leider nicht der Fall. Luca, hast ein bisschen lange gebraucht, um die Übung überhaupt zu verstehen. Und dann war das Dribbling, aber kommst mit der Innenverteidigerkarte nochmal davon. Aber für mich ist Flavio auch jetzt raus und dementsprechend sind wir uns einig. Bester Mann trotzdem, Flavio. Danke dir, Flavio, fürs Mitmachen, ja? Dankeschön, Flavio. Ja, die Entscheidung kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe nicht abgeliefert. Ja. Leistung war mager. Ja. Dennoch wünsche ich den Jungs viel Spaß, alle Qualität und ich bin zu Recht rausgeflogen. Ja, stark, sauber. Gehen die Überzahl-Unterzahl-Situation. Dann werden wir gleich. Okay. Der Pass okay, vom Innenverteidiger jetzt. Ich glaube, das ist nicht. Ja, Bruder. Oha, der arme Innenverteidiger. Aber jetzt zeigt er sich. Die nehmen die auseinander. Das ist, ja, aber das ist ja normal. Ist natürlich, aber so muss es ja auch sein. Ja, man kann ja nichts machen. Aber der, seine Bälle sind ja Katastrophe, Bruder. Stand jetzt. Oder Innenverteidiger raus, letzte Aktion, ja. Dann tauschen wir Luca. Gerne. Oder. Gut, gut, Luca. Stark. Hoppala. Okay, Michael, wenn du ready bist, gerne. Gänsehaut. Gänsehaut. Kann passieren. Stark. Was kriegt er denn noch so? Ey, glaub mir, das ist eh ein Wieschern, ne? Gelobt. Er chippt einfach hoch. Warum? Hat der Schmerzen am Fuß? Für mich ist es Brankovic, der Profi. Ich hab gesagt, von Anfang an, ne? Scheiße, ich bin so ein guter. Ich hab's von Anfang an gesagt, Digga. Von Anfang an falsch. Oh, Alter Schmerz. Ich habe von Anfang an nur ihn gesagt, keinen anderen. Schieß. Aber heißt ja nichts. Aber der ist geil, Digga. Alter, der ist raus. Einmal HB Performance, danke dir, mein Schatz. Harter Name. Nice, nice, nice. Oh, gut. Lass direkt Finale sehen, oder? Halbfinale gesehen. Bevor wir zur Entscheidung kommen, machen wir ganz kurz die Fußball-Stories, einfach den Werdegang. When I was 5. And then I trained there for like 11 years. And since then, it took a lot of sacrifice and dedication to sign a contract with Red Star. Satisfaction, I feel. I've been there for 3 years. Play a few tournaments in Saudi Arabia against Atletico Madrid, Genk. I scored against Genk, against Zenit. I was the MVP. Right, but she can vote, yeah. Them. And then we won. I was then, and I'm currently here. And yes. Did you play now for the national team? I'm not playing now. So, but now you play in the Mer, danke dir, mein Schatz. Second division, ne? Eh? Yeah, second division of Serbia. Okay, danke schön, Brankovic. Ja? Luca, hau mal raus. Ich habe mit 5, 6 Jahren Fußball zu spielen angefangen. Hab in der Jugend. Aber also Karius, bei der ersten Welt gespielt. Dann ist es für mich nach Serbien gegangen. Zu FC Brodarac U18 und U18 und U19. Dort war ich eine ganze Saison. Haben damals auch zu dieser Zeit, wo ich da war, ein Jahr davor, dieses Jahr, wo ich da war. Chat, sag mir nicht sauer, für mich ist er eh raus. Ich brauch seine Story nicht hören, Digga. Sorry, es tut mir leid. Ich weiß, ich bin gerade unsympathisch, aber egal, was er mir jetzt hier sagt, der ist raus. Vorbereitung, aber. Hä? Er wurde Englisch. Danke, die Luca, ja? I started playing. Nee. Hä? Er wird Englisch. Gänsehaut. Ja, ich habe bei mir im Heimatclub angefangen, in Nürtingen. Den höre ich mir an, weil für mich ist das zwischen dem und dem anderen das Ding. Bis ich 12 Jahre war,
wurde dann auf einem internationalen Hallenturnier vom nächstgrößeren Verein in der Nähe, vom SSV Reutlingen, entdeckt. War dann bis in die U19 dort, habe dann das erste Jahr U19 gespielt und im zweiten Jahr wurde ich dann komplett hochgezogen in die Herren-Oberliga Baden-Württemberg war das damals. Und als jüngerer Jahrgang habe ich dann eigentlich die meisten Spiele gemacht, auch 7 bis 8 Scorer erzielt. Und wurde dann nach dem U19-Jahr auf einige Regionalligisten aufmerksam. Und aufgrund der Entfernung habe ich mich dann für den Astoria Waldorf entschieden. Und die haben damals, also immer noch in der Regionalliga Südwest gespielt. Bin dann dorthin. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, musste mich erstmal an das Niveau gewöhnen. Also ein Jahr nicht viel gespielt, immer wieder nur Kurzeinsätze. Und im zweiten Jahr hatten wir dann viele Abgänge. Und war dann kompletter Stammspieler, hatte auch 9 Vorlagen und 5 Tore. Und für mich war das wichtig, dass ich in der Nähe bleibe, auch in der Nähe von meiner Familie. Und nach der Saison kam dann der Sportdirektor von uns, Frank Füssig, der kam dann auf mich zu, hat gesagt, dass der SV Sandhausen interessiert ist an jungen Spielern und mich haben will. Und dann habe ich gar nicht überlegt. So, das war auch perfekt von der Entfernung, das ist 10 Minuten entfernt. Und von meiner Familie habe ich auch nur maximal 2 Stunden. Deshalb habe ich auch den Vertrag dann unterschrieben und bin jetzt seit Sommer dort. Konnte 14 Mal eingesetzt werden, immer wieder Kurzeinsätze, 2 Mal von Anfang an und habe bisher 2 Vorlagen. Wer ist der Topscorer von euch? Von uns? Ja. Unser Stürmer. Gänsehaut. Wie heißt der? Gänsehaut. Unser Stürmer, ich dachte mein Vater. Kacic. Wann ist eure Vorbereitung? Wie? Ja, wann geht die Saison los? Ja, wir haben Vorbereitung. Ja, aber wann? Wann geht die Saison los? Die Saison? In 2 Wochen. Okay, reicht mir, danke. Also mein Highlight dieses Jahr war auch absolut... Malabakov. Paulaner, glaube ich, Paulaner. Mein DFB-Pokaldebüt. Und das war ja gegen Leverkusen, wo wir 5-2 verloren haben. Da habe ich zwar nur 5 Minuten gespielt, aber wie gesagt, das war eine einmalige Chance für mich. Und es war einfach eine heftige Atmosphäre auch im Stadion. Ja, tut mir leid, Bruder, aber das juckt niemanden, der lügt. Haben zwar 5-2 verloren, aber wisst ja selber, wie es bei Leverkusen läuft. Und wenn du dagegen gegen die dann spielen darfst. Das juckt doch niemanden, ob das eine krasse Atmosphäre war, Bruder. Der lügt. 5 Minuten, wenn es auch nur ist. Krasses Erlebnis. Habt ihr? Ja, Gänsehaut. Wen juckt das krass? Also, ich wirke zwar unsympathisch, aber das ist ein Anzeichen von einem Lügner. In München schon gespielt? 1860. Ja, wie viel? Ja. Keine Ahnung, wie viel wir da gespielt haben. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Nee, John. Nein, 45. Ja. Okay. Wann geht dritte Liga los? Nächste Woche. Samstag. Nächste Woche? Diese Woche Samstag. Ja, müssen eine Entscheidung final treffen. Einer fliegt raus, ne? Eigentlich könnte man jetzt den Innenverteidiger weiterlassen, weil der offensichtlich lügt, aber einfach nur um ein geiles Finale zu sehen, würde ich den Profi, weil es ist für mich safe schon, Eden Wiesstadt, Bruder. Er fliegt raus nach dem Finale. Also mein Kandidat ist das Brankovic. I think you're the player to win, professional one. Also ich würde, glaube ich, Luca rauswählen. Geschichte war ein bisschen komisch und der hat halt immer auf den Boden geguckt. Auch als du die Frage gestellt hast, der hat dir gar nicht in die Augen geguckt, der hat weggeguckt. Also von den Anlagen, von der Qualität her ist Brankovic. Definitiv für mich der könnte in die Richtung gehen. Auch Spielverständnis beim 2 gegen 1 oder auch Sandhausen, glaube ich einfach, dass es zu viel Geschwindel ist. Also, soweit ich weiß, fängt die dritte Liga am Samstag an, nicht in 2 Wochen. Ich bin am Samstag nicht im Kader. Aber das weißt du jetzt schon, dass du wen juckt das, Bruder? Sonst wäre ich ja nicht hier. Woher weißt du das jetzt schon? Ja, weil wir das ja schon besprechen. Ihr bespricht das eine Woche davor. Ich war ja auch verletzungsbedingt nicht im Training, weißt du? Also, wie gesagt, Der labert so eine Scheiße, Bruder. Der ist safe raus, Bruder. Nicht im Training. Wir müssen den Innenverteidiger jetzt reinlassen, Digga, weil er zu viel liegt. Du hast noch eine Woche Zeit. Kein Trainer der Welt entscheidet am Montag für Samstag den Kader. Ja, aber er weiß ja ungefähr, wer spielt und wer nicht. Ja, das schon, aber es kann ja trotzdem sein, dass sich noch jemand verletzt. Ich noch bin ja ein jüngerer Spieler, der führt ja mit mir mehr Gespräche als mit einem Älteren. Dann weiß er ja, dann muss er ja früh bei mir ansetzen als bei einem Älteren. Und wenn ich dann ungefähr weiß, dass ich am Samstag nicht spiele, dann beginnt die Saison vielleicht eine Woche. Boah, der war so richtig zu tricksen. Wie gesagt, ich glaub's dir nicht. Alles gut. Aber bei Luca auch, wenn du einen Profivertrag hast, trainierst du auch eher trainierst mit. Trainierst du auch aber die sind, Vorbereitung. Er hat ja gesagt, die sind jetzt im Trainingslager und er ist nicht dabei. Hey, Bruder, beide sind raus. Ja. Ich glaube ihn einfach nicht. Ich bin nicht überzeugt in den jetzt Sachen, die wir jetzt gemacht haben. Ich würde auch nur das Fußballerische bewerten. Ich glaube, Brankovic stand jetzt die Story. Und Mikael und Luca glaube ich beiden nicht. Aber ich fand Mikael vom Fußballerischen her trotzdem insgesamt
besser, klar, Innenverteidiger, Stürmer, aber du hast mir trotzdem ein bisschen besser gefallen. Und ich glaube, wir hatten auch damit ein spektakuläreres Finale, glaube ich, auch so zwei extrem starke, schnelle Spieler gegeneinander. Ja, stark. Tief nämlich nicht und deshalb. Beide lügen, aber trotzdem einfach, damit wir ein geiles Finale sehen. Entscheide mich. Der Innenverteidiger raus, ja, jetzt super. Zum Beispiel vielleicht mit dem Schiri von rechts gesehen, also der zweite, ja, aber bei dem das war. 1-gegen-1 Duelle, jeder darf mal offensiv und defensiv sich präsentieren. Heide, komm, Edin Visca. Boah, Jungs. Okay, gerne. Digga, Müll. Oh. Ja, stark. Ja, macht einfach einen Positionstausch. Ja, voila, stark. Ja. Stark, aber stark, stark. Mhm. Stark, der Visca ist gut, Digga. Aber die Melle, seine Bälle sind Müll. Stark, Alter. Bruder. Der macht richtig große Streetkicker, Mann. Ja, sieht da ein bisschen aus wie Streetkicker. Habe ich mich nicht getraut zu sagen, ehrlich gesagt. Weil er dribbelt so. Das sieht so streetmäßig aus. Noch eine Aktion, mal kurz mit Luft holen. Aber. Die Abdung. Ja, jetzt, das war ein guter Ball. Den kann er schon spielen. Die ganze Zeit? Bruder, die ganze Zeit im Finale kackst du so rein, Edin Visca? Ja. Oh, er will ficken. Vorbereitung fehlt. Das hat der Trainer ja gesagt, er ist schon raus. Sag mal die Bälle. Ja, nice. Dass er den Ball mit der Brust annimmt, Bruder, der ist raus. Den Ball nimmt doch keiner mit der Brust an, oder? Jungs? Das hat der Trainer ja gesagt, er ist schon raus. Guck mal, wie geil der Ball kommt. Hä? Bruder, aber er macht trotzdem seine Arbeit, macht er gut, ja. Ich finde auch den guten Moment zum Abschied. Ne? Aber der ist tot, Bruder. Ja, Bruder. Also, in Baller League kommt er mitspielen. Ja, man ist nicht fit, ja. Stark, wieder geiler Ball. Er macht zu viele Bewegungen, ich komme selber nicht mehr daher. Wenn das einer bei der Baller League Probe macht, ich breche ihm die Beine, Alter. Ich sag's dir, wie es ist. Ich jag den um. Außer wenn du gut bereit bist. Wir wollen ihn noch mal sehen. Er ist völlig fertig mit seinen Nerven. Der verteidigt seinen Hey, was passiert hier mit unserem Dings-Profi, Lan? Bruder. Man, anhand der Leistung im Finale kann man ihn gar nicht wählen eigentlich, ne, den Profi. Aber jetzt mal ehrlich. Aber weißt du, warum er gut verteidigt? Weil er immer nur nach rechts möchte. Weißt du, was das Problem ist? Bruder, schau mal, wie er verteidigt, okay? Das wird kein Profi machen. Der macht immer volles Risiko. Ja, wenn der eine einfach nur auf ihn wartet, bis er den Schritt macht, der ist links vorbei. Oder über seinen Fuß chippen. Ja. Und der will nur noch links. Bruder! Brankovic! Can you come, please? He's your new coach. Foot. He comes like straight to you. If you chip above his foot, you're fine. Yeah. Or you go left side. Ja, er macht immer volles Risiko. Er macht nur rechts. Keeper, hey! Langsam! Ist nur ein Ball! Voll ist da hin. Zeit. One more, yes. Voll ist da hin, Druck. Zeit ja nichts, ne? Nee, der geht nicht. Ja, sick, der geht am nachräumen. Er hat Gamebreaker, Leute. Sick, der geht, Digga. Er will nur links vorbei. Er kann nicht rechts vorbeigehen. Und wenn er rechts vorbeigeht, sag ich das. Aber ich mag ihn. Ich bin trotzdem besser gefallen sogar. So schnellere Beine, Bewegungen. Ich sag dir, im Finale hat er mir auch besser gefallen. Aber Bruder, der hat zu viel Palaver gemacht. Ich bin zwar enttäuscht von unserem Bruder Edin Visca, aber meine Stimme bleibt trotzdem. Da bin ich stur, Digga. Auch häufiger durchgebrochen, aber für mich ist das eher dieses, du wärst mit der Ballers League perfekt aufgehoben. Da könnten wir so einen Mann gebrauchen. So dieser Futsal, Fußballer, richtig, richtig gut. Großfeld, weiß ich nicht, du warst sehr schnell aus der Puste. Das ist für mich mal so ein Indiz. Brankovic konnte ich gefühlt noch 3 Jahre hier spielen lassen. Der konnte halt die ganze Zeit, der war die ganze Zeit ready. Und du warst relativ schnell körperlich auf. Für mich einfach nur. Und das war der Grund. Auch vorher schon mit Sandhausen die Geschichte, das glaube ich dir nicht. So das Gesamtbild macht eher den Eindruck, dass er der Pro-Spieler ist. Aber ich glaube. You are the pro for me. If not, we have a problem. Du bist K.O., Michael. Du bist tot. Du atmest, als wärst du einen Marathon gelaufen. Aber deine Bewegungen sind gut. Du machst ein bisschen zu viel.
Bewegung, du kannst viel schneller und viel einfacher vorbeikommen. Aber es ist halt als Straßenkicker, als Futsalspieler ist es halt geil und besser so. Deswegen meine Stimme geht an Brankovic. Brankovic würde ich mich auch anschließen. Im großen Gesamtpaket finde ich Brankovic, dass er der Spieler ist, der Pro. Von daher gehe ich auch mit Brankovic. Also Michael, ich mag dich wirklich. Ich habe schon gesagt, in der Border League bist du wahrscheinlich herzlich willkommen. Du bist einfach ein Spieler, du magst ein bisschen zaubern, magst ein bisschen deinen Gegenspieler auch ein bisschen kitzeln. Gefällt mir. Ich glaube aber einfach, die Story mit Sandhausen sollte. Von der Veranlagung her, Branko einfach, glaube ich, ja, gehe ich auch mit ihm mit. Dann ist der Moment gekommen, dann darf einmal bitte der Pro-Spieler bitte nach vorne kommen. Das muss ich Edin Visca. Nein, auf die Nummer fallen wir nicht mehr rein. Das ist ja besiedlich, oder? Es ist nicht Edin Visca. Das ist zu spannend. Geil. Ja, stark. Gut gemacht, Männer. Jahrelange Erfahrung. Nein, er war es nicht. Bei dir war alles the winner of the day. Win of the day. Ah, doch, er war es. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe es gerochen. Ich habe den Braten gerochen, Leute. Von Anfang an habe ich gesagt, unser Bruder Edin Visca. Ich sag dir ehrlich, sein Finalist hat das sehr gut gemacht. Aber im Endeffekt, anhand des Redens findet man auch sehr vieles heraus, weißt du? Und deswegen, der hat so viel Dings. Schlechteste Folge findet ihr nicht. Ich fand diese Folge super. Auch richtig geile Jury. Ich liebe es, wenn in der Jury sehr viele Fußballer sind. Ich fand die Folge richtig nice. Freunde, ich muss leider abbrechen. An dieser Stelle muss jetzt Hinks. Wer die Geschichten herausfinden möchte, wer was richtig wo wie spielt, soll sich bitte bei unserem Bruder Dier das Video reinziehen. Wie gesagt, er ist der Profi. Die anderen Geschichten könnt ihr euch da auf dem Kanal reinziehen. Das war's mit mir. Salamu alaikum.